Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Randall's Monday. Wir werden uns mal hier noch... Ach, da ist ja auch Max, jetzt sehe ich es gerade. Dann ist das der Hase aus Sam und Max bestimmt. Genau, wir werden uns hier noch ein ganz bisschen umschauen. Ich glaube, eigentlich ist das die ganz falsche Reihenfolge, die wir hier gerade machen. Wahrscheinlich müssten wir eigentlich erstmal zu Mel. Aber was soll's, wir können ich hier ja mal kurz schauen. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Mir ist gerade nicht danach. Nee, kann ich verstehen. Okay, wartet mal. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir kurz so mal gucken. Ich denke fast mal, hier wird nichts sein. Was ist mit dieser Tür Mich hier noch? Mich hat man auch reingelegt. Ich habe auch geglaubt, dass der Kuchen keine Lüge ist. Okay, das ist also das Gleiche. Wir können ja hier nochmal reinschauen. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Was ist hier, wenn man rausschaut aus dem Fenster? Ist scheißegal, was da draußen abgeht. Das ist ein Pissbecken, aber die Leute nehmen wohl eh lieber den Fußboden. Ja. Das ist ein Pissbecken. Das ist ein Pissbecken. Okay, da scheint nichts drin zu sein. Hätte ja sein können, dass da was drin liegt, aber dann halt nicht. Und hier unten können wir uns noch vielleicht ein bisschen umschauen. Wir haben hier noch Pater Roy. Hier ist der Billardtisch. Der Billardtisch. Cool, hä? Nicht jetzt. Und hier sind Billardkugeln. Ein paar Billardkugeln. Nichts Besonderes an denen. Willst du nicht eine haben? Nee, ich hasse bunte Bälle seit dem Zwischenfall im Kinderland bei Ikea. Das ist geil. Okay. Spielkugel. Das ist die Spielkugel. Die wichtigste überhaupt. Die, die ich am wenigsten hasse. Okay, willst du die Solange Spielkugel? Solange der nicht bewusstlos ist, lässt er mir das nie durchgehen. Bewusstlos? Wer? Pater Roy oder was? Da war eben noch eine. Oder sind das die Billardkugeln? Ich glaube, das sind die Billardkugeln. Das ist die Spielkugel. Und da hinten sind noch Billardstöcke. Ein paar schöne Billardstöcke. Bevor Eleni die besorgt hat, haben wir mit den Füßen gespielt. War ehrlich gesagt ganz schön schwierig. Das glaube ich. Nicht der richtige Zeitpunkt. Okay. Oh, hier, die Lampe können wir uns noch anschauen. Das ist eine kitschige Lampe. What? Die ist so einfach nur hässlich. Lieber nicht. Ich finde nicht, dass die kitschig ist. Die ist einfach nur total hässlich. Sonst haben wir halt die Poster und die Wimpel, ne? Was ist da? Ah, da ist die Eingangstür. Die Bilder hier drin sind mir ein Rätsel. Huch? Die nehme ich nicht mit. Ach so, ich dachte schon, er nimmt sie jetzt tatsächlich mit. Dann lasst uns mal noch kurz mit Pater Roy reden. Hey, was geht, Padre? Oh. Mann, kann's kaum glauben, dass Sie noch am Leben sind. Wie sind Sie entkommen, nachdem Sie den Russen bei diesem Billardturnier in die Falle gegangen sind? Na das los, sagt er Pater, nicht. Sie müssen sich wirklich nicht für Ihre außergewöhnlichen Leistungen schämen. Wissen Sie noch, wie Sie diesen 8-Ball-Typen fertig gemacht haben? Sie hatten Handschellen an und haben trotzdem gewonnen. Sie haben mit dem Angeber den Boden aufgewischt. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht, oder? Hey, wissen Sie noch das Spiel gegen Lincolns Geist? Oder das eine Mal, als wir nach Japan geflogen sind und diese Yakuzas an ihrem eigenen Tisch geschlagen haben? Wollen Sie gar nichts sagen? Wirklich gar nichts? Ha? Ich weiß nicht, ob er irgendwas sagen wird. Pooltische sind auch nicht mehr, was sie mal waren, ha? Huh? Eines Tages finde ich Ihre Augenfarbe heraus, Pater. Hat Ihr Stillschweigen irgendeine logische Grundlage oder ignorieren Sie mich einfach? Okay, na dann bitten Sie fleißig, Pater. Eines Tages finde ich Ihre Augenfarbe heraus, Pater. Er sagt einfach immer nichts. Blau? Sie sind blau, oder? Wenn Sie blau sind, zwinkern Sie. Moment, nein, das macht keinen Sinn. Okay. Okay, Sie wollen nicht über Ihre Augen reden. Schon verstanden. Ich glaube, der wird über gar nichts mit uns reden wollen. Aber ich weiß, dass Sie blau sind. Pooltische sind auch nicht mehr, was Sie mal waren, hä? Die Tuchqualität ist einfach miserabel. Oh, das Holz. Davon will ich erst gar nicht reden. Was soll das sein? Billiges Ahorn? Jämmerlich. Sie müssen nichts sagen, wenn Sie nicht wollen. Genau. Das macht er schon. Hat Ihr Stillschweigen irgendeine logische Grundlage oder ignorieren Sie mich einfach? Moment, ich weiß, was hier geil vorgeht. Jetzt erinnere ich mich. San Francisco bei den Staatsmeisterschaften. 8-Balls Stiefsohn war da und wollte Rache nehmen. Sie haben ihn mit nur 3 Stößen geschlagen und einen Mob statt eines Kös benutzt. Das war so cool. Cool. Egal, worauf ich hinaus wollte, ist, dass sie den Sieg mit einem daiquirisierten Royal Mai Tai Ice Tea gefeiert haben und soweit ich mich erinnere, hat es ihnen die Sprache verschlagen. Das ist es, oder? Und das hält bis heute an? Verstehe.
Hätten Sie gern noch einen? Sie wissen schon, einen daiquirisierten Royal Mai Tai Ice Tea. Das ist ein Ja, oder? Sie, alter Fuchs, Sie. Okay, ich besorge Ihnen einen, so schnell ich kann. Okay, also werden wir versuchen... Laufen Sie nicht weg. ...diesen Drink für ihn zu mischen, oder was? Und dann wird er wieder mit uns reden. Die Dinger verwandeln das letzte Loch in eine Party-Location. Yeah, ja, Girlanden sind der Hammer. Halt, nee, vielleicht will ich die mitnehmen, die Girlande. Ich komm nicht ran. Och, bitte, du kommst nicht ran, das ist ja wohl ein Scherz. Ich komm nicht ran. So weit oben ist das ja nun nicht. Du kommst nicht ran. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, ob es überhaupt wichtig ist, das zu besitzen. Ich kann ja einmal den Teleskop-Entenbügel benutzen. Tatsächlich! Oh mein Gott, das habe ich wirklich nicht erwartet, dass das funktionieren würde. Wie cool ist das denn? Hübsche Girlanden. Ja, ich weiß nur noch nicht, wozu die gut sind, aber gut, dass wir sie schon mal haben. Das hätte ich echt nicht gedacht. So, was haben wir denn hier drüben noch? Mhm, jede Menge. Ach, das hatten wir uns ja auch schon angeguckt. Oh, da ist ein Schminketui hinter ihr. Sieht aus wie so ein Schminketui für die Handtasche. Mhm. Da komme ich nicht ran. Außerdem steht Elaine direkt daneben. Ja, ich glaube eher, dass Elaine daneben steht, ist das größere Problem. Wie läuft das Geschäft? Hey, irgendwas ist anders an dir. Hast du mehr Zähne als sonst? Wie gemein. Kann ich einen daiquirisierten Royal Mai Tai Iced Tea haben? Kann ich einen daiquirisierten Royal Mai Tai Iced Tea haben? Randall, haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass ich dir und Matt keinen Alkohol mehr unter der Woche verkaufe? Echt? Darauf haben wir uns geeinigt? Du nicht, aber das ist mir egal. Ich habe dir gesagt, ich habe keine Lust mehr, eure Sauerei sauber zu machen. Und ich glaube, der einzige Weg ist, euch den Hahn dicht zu machen. Zumindest unter der Woche. Ach, wie kannst du nur so selbstsüchtig sein, Elaine? Hast du keine alkoholfreien Drinks? Nichts für mich, der ist für Pater Roy. Der alte Kauz hat vom vielen Reden einen ganz trockenen Hals nicht bekommen. Nicht, der ist für Pater Roy. Der alte Kauz hat vom vielen Reden einen ganz trockenen Hals bekommen. Witzig, Randall. Sie muss auch lachen. Das höre ich öfter. Von meinem Boss, meinem Vermieter, den Cops. Jeder liebt mich. Huch? Oh, tatsächlich. Sie mixt uns ein. Ist ja geil. Der ist bestimmt hammerhart. Hier ist dein Cocktail. Und sag Pater Roy, er soll nicht so viel sabbeln. Ja, lustig, oder? Okay, super. Geben wir ihm den mal. Wir machen hier gerade Sachen, die wir an der Stelle noch gar nicht machen müssen, aber egal. Bitte sehr. Okay, Pater. Hier ist ein echter daiquirisierter Royal Mai Tai Iced Tea. Passen Sie auf, dass er nicht im Schnauzbad hängen bleibt. Was denn? Hey, was soll das? Ihnen kaufe ich keine Drinks mehr. Hey, Moment. Ich weiß, wo das Problem liegt, Sie, alter Schuft. War nicht stark genug, hä? Huh? Hättest wissen müssen, Pater Roy mag nur den starken Stoff. Okay, ich schau, was ich tun kann, aber ich verspreche nichts. Okay, einen stärkeren? Soll ich den dann erstmal wieder einpacken? Der gehört jetzt dem guten Pater. Den nehme ich ihm nicht weg. Okay. Haben wir irgendwie Alkohol dabei, den wir da reinkippen können? Nee, wir haben nur Klebstoff. Oh, oder eine faulige Zitrone noch da rein. Ich glaube, da fehlt Zitrone. Vergammelte Zitrone, versteht sich. Tatsächlich. Verbesserter Cocktail. Reicht das schon? Oh, wir sind die jetzt auch los, die vergammelte Zitrone. Dann probiere ich vielleicht wirklich, ob ich noch ein bisschen Klebstoff mit reinhauen kann. Ich sollte nur die wirklich starken, schmerzhaften Zutaten reinhauen, um den Cocktail aufzupeppen. Wirklich starke, schmerzhafte Zutaten. Stark und schmerzhaft. Reste vom Thunfisch-Sandwich? Okay, das gilt leider auch nicht. Was halte ich denn noch, was man da so reinkippen kann? Ein Hotdog? Okay. Ansonsten fällt mir nur noch ein, aber das wäre ziemlich grausam, die Rasierklinge. Eine kleine Prise scharfes, rostiges Metall hat noch niemandem geschadet. Oh Gott. Er wird ihn umbringen. Scheiße. Was haben wir noch, was man da so reinkippen könnte? Fettiges Papier vielleicht. Oder das Fett so schön rausquetschen. Okay, will er nicht. Batterien. Klar, Batterien.
Es ist erwiesen, dass Polyanid-Drinks einen würzigen Geschmack verleiht. Fast fertig. Fast fertig? Oder fertig? Also fehlt noch eine Sache, oder was? Eine Batterie haben wir noch. Tja. Metro, U-Bahn-Karte, eine Figur, ein vertrockneter Edding? Reicht das denn jetzt schon, oder? Das ist der neue und verbesserte daiquirisierte Royal Mai Tai Eistee. Nur für Pater Roy offensichtlich nicht verbessert genug. Ah, okay, also es reicht noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass uns dann vielleicht doch noch was fehlt. Das ergibt alles nicht so Sinn. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Figur da Sinn ergibt. Ja, nee. Okay, ist ja nicht schlimm. Ich weiß ja momentan nicht mal, wozu das Ganze gut ist, außer dass wir dann vielleicht die Kugel kriegen, die da auf dem Tisch liegt. Feuerlöscher! Nee, okay. Na gut, aber wir arbeiten weiter dran. Vielleicht haben wir von ihr, vielleicht kriegen wir von ihr noch eine Ingredienz. Hey, wie läuft das Geschäft, Elaine? Ach, ganz okay. Nicht viel zu tun gerade. Ja, würde sogar sagen, gar nichts. Naja, wenn du vielleicht nicht den nikotinabhängigen Affen gestern hier losgelassen hättest, hätte ich vielleicht ein paar Gäste. Der hat die ganze Nacht damit verbracht, mit seinen Fäkalien zu werfen. Und eine Menge meiner Stammkunden haben geschworen, dass sie nie wiederkommen. Ein nikotinabhängiger Affe? Naja, wie auch immer. Wenn die Leute wegen so einer Kleinigkeit nicht mehr herkommen, heißt das nur, dass sie nie wirklich loyale Kunden wie ich waren. Denk immer daran. Ja, okay. Hey, irgendwas ist anders an dir. Oh, das hatten wir doch schon, oder? Oh, das ist dir aufgefallen? Ja, tatsächlich. Ich fühle mich heute richtig wohl. Ich meine, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich hübsch. Als ob die ganze Welt mir gehören würde. Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Oh. Hast du keine alkoholfreien Drinks? Oh, na klar. Ich habe gerade erst eine Lieferung feinsten alkoholfreien Fruchtlikör reinbekommen. Fruchtlikör? Willst du mal probieren? Die sind echt lecker. Der nüchterne Randall stimmt widerwillig zu. Und schätzt dich glücklich. Wenn der betrunkene, böse Randall hier wäre, hätte er dir das Zeug ins Gesicht gespuckt. Oh, Randall. Du bist schon eine Nummer. Willst du probieren oder nicht? Okay, lass mal sehen, wie so ein nicht-alkoholisches Getränk schmeckt. Oh, krass. Verstehe. Es gibt verschiedene Liköre. Das wird bestimmt nochmal Teil eines Rätsels sein, irgendwie, dass wir einen bestimmten Likör brauchen. Aber davon ist ja auch jetzt nichts irgendwie... Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Ich probier mal den Zimtapfel. Das ist jetzt durchgestrichen. Hey, gar nicht übel. Der Name ist nur ein bisschen irreführend. Hä? Jetzt kann ich hier alles durchprobieren? Mangolikör. Bin neugierig. Sieht das nicht alles gleich aus? Dachte, der wäre süßer. Also jetzt probiere ich mich erstmal nicht hier durch, aber das könnte wahrscheinlich noch sehr wichtig sein. Okay, ich hab genug. Das begleichen wir später, ja? Alles klar. Okay, wir gehen jetzt mal zu Mel. Da müssen wir auf jeden Fall uns die neuesten Infos mal holen. Das wird ganz wichtig sein. Sekunde, wo muss ich denn lang? Wo muss ich lang? Hier zur U-Bahn. Gut, also ab zur Pfandleihe. Genau. Es kann sein, dass manche Gegenstände nutzlos sind. Das hatten wir schon. Ja. Das ist ganz nett hier mit der Fahrt, aber es überbrückt ja eigentlich nur die Ladezeit. Aber es ist okay. Wir mussten ja bisher jetzt nicht so häufig hin und her reisen. Also es ist in Ordnung, danke. Also ist okay. So, Kaugummiautomat. Sonst hat sich hier, glaube ich, nicht großartig was verändert. Wir gehen mal in die Pfandleihe. Okay. Hallo Mel, dann reden wir mal mit dir. Morgen. Suchst du was Bestimmtes? Morgen. Ich suche nach einem Ring, den ich hier verkauft habe. Denke ich. Denkst du? Naja, das ist kompliziert. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich gestern hier war? Nein. Gestern war geschlossen. Es war Sonntag, weißt du? Sicher. Kann ich mir mal die Ringe ansehen, die du verkaufst? Du erkennst mich nicht. Ich dachte, wir wären... Oh, Freunde, was kostet eine Dose Mercury Cola? Bitte, ich brauche diesen Ring dringend. Was kostet eine Dose Mercury Cola? Das ist das Wichtigste. 5 Riesen. 5 Riesen? Sekunde mal. Sind die echt? Als stolzer Konsument muss ich sagen, ja, sind sie. Wurden die nicht nach dem Skandal 2000 verboten? So ist es.
Und war das nicht, weil Wissenschaftler herausgefunden haben, dass das Zeug große Mengen Quecksilber enthält? So große nun auch nicht. Wenn ich mich recht erinnere, waren es 37%. 34%. Selbst wenn, was soll's. Kein anderer Softdrink löscht den Durst wie dieser. Ich hab mal damals 98 eine probiert und alles, was die gelöscht hat, war mein Bewusstsein. Wie hast du es überhaupt geschafft, so viele Dosen zu behalten? Ich gebe meine Quellen nicht preis. Aber ich mag dich, Kleiner. Und du scheinst sehr an den Mythen interessiert zu sein, die beste Cola aller Zeiten umgeben. Oh, habe ich mein Interessiert-Gesicht gemacht? Ich muss wirklich an meiner Mimik arbeiten. Ach, egal. Vor ein paar Jahren haben mein bester Kumpel und ich diesen Truck ausgeraubt und der war voll mit dem Zeug. Ich habe mich mitten auf die Straße gestellt und als der Truck angehalten hat, hat mein Kumpel Jimmy den Fahrer K.O. geschlagen. Guter alter Jimmy. Dann hat er mich verraten. Er sagte, er hätte die Drecksarbeit gemacht und wollte 60%. Und? Was ist dann passiert? Eigentlich erinnere ich mich gar nicht so richtig, was passiert ist. Ist alles irgendwie verschwommen. Aber ich bin hier gelandet, völlig mit Sand bedeckt, aber mit der ganzen Ladung. Ich habe Jim seitdem nicht gesehen. Aber genug davon, bist du interessiert oder nicht? Ja, absolut. Morgen werde ich mir vielleicht einen merkurisierten Tag machen. Du kennst sogar den Slogan. Sehr gut. Kann ich mir eine kaufen? Ich habe ja genug Geld dafür. Kann ich mir mal die Ringe ansehen, die du verkaufst? Nein, kannst du nicht. Warum nicht? Der Kunde ist doch König, oder? Wer auch immer das gesagt hat, muss ein ganz schöner Loser gewesen sein. Du erkennst mich echt nicht? Ich dachte, wir wären Freunde. Freunde? Hey, bist du nicht der Kurier von Amazon Express? Was hast du denn eingeworfen? Du siehst noch dämlicher aus als sonst. Weißt du, gestern warst du nicht so unhöflich. Junge, ich sagte dir schon, der Laden war gestern dicht. Darf ich dir einen Rat geben? Hör auf, Klebstoff zu schnüffeln. Das ist nicht gut für dich. Und das kümmert mich nochmal. Ups, sorry. Weil ich ihn zurückbrauche. Oh, übrigens, habe ich erwähnt, dass ich eine Menge Kohle habe? Und ich meine eine Menge. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was genau suchst du? Naja, es ist also so eine Art Goldring. Sehr schlicht, keine Gravur, keine Diamanten oder so. Allerdings strahlt er eine mysteriöse Aura aus, die ihn einzigartig und begehrenswert macht. Hm? Klingelt da was? Junge, so einen Ring habe ich mal gesehen. Aber den hatte ich nicht von dir, den habe ich von so einem Kerl, der in Wirklichkeit zwei Zwerge in einem Kostüm war. Und, ist er noch da? Wer, der Zwergenmann? Nein, nicht die Zwerge, der Ring. Ist er noch da? Nein. Ach, scheiße. Hab ihn heute Morgen verkauft. Tut mir leid, aber ich habe ein echt gutes Angebot bekommen. Kannst du mir wenigstens sagen, wer ihn gekauft hat? Ich gebe dir alles Geld, was ich dabei habe, wenn du mir den Ring wieder beschaffst. Wie komme ich an den Ring ran? Komm schon, es geht um Leben und Tod. Kannst du mir wenigstens sagen, wer ihn gekauft hat? Nein. Dieses Unternehmen hat eine strikte Diskretionspolitik. Unternehmen? Hier sieht's aus wie in einer alten Garage und deine Lizenz ist 1968 abgelaufen. Ich wette, da warst du noch nicht mal geboren. Hey, wie wär's, wenn ich mal zu dir nach Haus komme und dir erzähle, was für ein Schweinestall du wohnst? Und ich hätte sicher recht damit. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, zeig etwas mehr Respekt. Ich kann diese Art Information nicht weitergeben. Diskretion, besser. Tja, das war's dann für mich. Wir müssen an das Buch rankommen, würde ich sagen. Wie komme ich an den Ring ran? Gar nicht. Wie willst du ihn kaufen, wenn er nicht mehr hier ist? So machst du also Geschäfte. Gestern warst du noch so versessen auf den Ring und heute verkaufst du das Ding dem Ersten, der hier reingelatscht kommt. Ich bin enttäuscht. Ich sag das jetzt noch genau einmal. Gestern war geschlossen, okay? Also genug davon. Außerdem finde ich es seltsam, wenn du dich darüber beschwerst, dass ich den Ring verkauft habe. Das ist mein Job. Und sagtest aber du echt? Nicht auch, dass du besagten Ring überhaupt erst an mich vertickt hast? Vom Ding her? Tja, dann lass es doch mal gut sein. Ich gebe dir alles Geld, was ich dabei habe, wenn du mir den Ring wieder beschaffst. Kein Interesse. Du weißt doch gar nicht, wie viel das ist. Ich weiß aber, irgendwie habe ich gerade ein seltsames Déjà-vu. Hä? Jetzt erfindest du auch noch Worte, um mich zu verwirren? Hör zu, ich weiß nicht, ob das ein Traum oder sowas war. Aber ich weiß, dass du nichts hattest außer Schrott. Also nein, danke. Na schön, dann verkaufe ich meinen Sporteimer nach aus der Zukunft eben woanders. Ah, zurück in die Zukunft. Oh, komm schon, es geht um Leben und Tod. Tut mir echt leid, aber ich kann da nichts machen. Ein Menschenleben steht auf dem Spiel. Bedeutet dir das gar nichts? Menschenleben werden überbewertet. Wenn es jetzt um das Leben eines exotischen Tieres ginge, wäre es interessant. Okay,
Such dir ein Tier aus und ich überlege mir eine gute Geschichte. Sorry, Kumpel, aber Diskretion ist wichtiger als irgendein Leben. Selbst das exotischer Tiere. Na schön. Hör zu, Kleiner. Ich habe hier Listen von allen Transaktionen in diesem Notizbuch. Ich würde gerne jedem erzählen, wer was gekauft hat, aber das hat mir schon eine Menge Ärger eingebracht. Ich kenne eine Menge Frauen, die ihr Brautkleid wiederhaben wollen. Nerds, die versuchen, ihre Comicsammlungen zu retten. Sogar Cops, die nach Beweisen oder Waffen suchen. Du kannst also sicher verstehen, dass ich sowas nicht einfach rausplaudere. Okay, ich lass mir was einfallen. Ja, müssen wir dann wohl. Wir müssen irgendwie an das Notizbuch rankommen. Also, passt. Vielleicht können wir ihn irgendwie ablenken. Ich weiß nicht, ich gehe mal kurz raus, weil sonst kann ich nicht sagen, dass wir jetzt erstmal die Folge beenden, weil die reden immer so laut. Genau, wir beenden jetzt erstmal die Folge und sehen uns dann in der nächsten Folge von Randall's Monday wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.